Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs bei dem Video zum Thema DIN Erste Hilfe Verbandkasten. Habe ich mich mal über die Fixierbinden ausgelassen. Ich möchte mit euch heute zusammen mal ausprobieren, ob die doch zu irgendwas taugen. Und zwar geht es hier um Wound Packing. Sowas Ähnliches hat man im Landkreis Stade nach einer Messerstecherei gemacht. Und wir gucken uns mal an, ob das Ganze wirklich richtig gut funktioniert und ob das wirklich auch soweit richtig fluffig seinen Dienst tut. Wer weiß. Ich werde bestimmte Sachen ausprobieren. Und zwar ist es einmal als Referenz das Material des Vertrauens. Das ist komprimierte Gaze. Ich werde eine Fixierbinde versuchen. Und weil das Thema auch immer wieder hochkommt und ja, und das funktioniert und das hat mir ein Freund erzählt, der bei den Special Forces ist und auch dazu werde ich mich endgültig auskaspern. Are you with me? Tun wir es. So, meine Damen und Herren, liebe Lieben, wie es so schön in der medizinischen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Ist es Kunstblut? Sie baden gerade Ihre Hände drin. Grundsätzlich, wenn ihr einen anderen schraubt, Handschuhe an. Was wir also hier zur medizinischen Leckabwehr nutzen, ist einmal die Übungsgase von LifeGuard. Das ist eine breite Fixierbinde und ein Tampon, weil das Thema jedes Mal wieder aufkocht. Meine Damen und Herren, kleine Triggerwarnung vorweg. Das, was ich hier nutze, ist Kunstblut. Das ist kein richtiges Blut. Dieser Wound-Packing-Trainer schreit auch nicht. Also es ist tatsächlich nur, um es tatsächlich zu visualisieren. Zum Ablauf, wie man so eine Wunde austamponiert. Ich reiße hier einmal auf. Bevor ich jetzt also irgendwas anderes mache, muss ich mit diesem Finger einmal an den Wundgrund. Das klingt nicht nur eklig, das ist es auch. Ich muss gucken, wie tief das Loch ist, weil wenn ich das nicht spüren kann, dann habe ich da wenig Chancen, großartig zu tamponieren, weil sonst unter meiner Finger von und zu ins Gewebe einblutet. Bei so einem Oberschenkel können das mal bummelig 2 Liter werden und die können kreislaufkritisch werden. Also entweder machen wir es richtig oder wir lassen die Finger davon. Ich habe jetzt hier schon die Packung aufgerissen, prokel mir jetzt hier eine Ecke raus. Das ist ein bisschen friemlich, das ist doof, das weiß ich. Aber das war nicht meine Idee und ich bin nur der Übermittler der Nachricht, nicht der Hersteller. Wir haben hier unsere Ecke rausgefriemelt, jetzt machen wir uns hier einen kleinen Ball. Der muss komplett an den Wundgrund. Jetzt wird hier weiter gestopft. Und gestopft. Und gestopft. Und gestopft. Und gestopft. Bei dieser Prozedur, wenn wir jemanden einen Finger in eine Körperöffnung stecken, wo keiner hingehört, kann und wird es passieren, dass unser Patient das Bewusstsein verliert. Das hat für uns den Vorteil, dass unser Patient uns keine Lebensversicherung mehr aufquatscht. Das hat den Nachteil, dass sämtliche Muskeln erschlaffen und wir jetzt uns ein wenig beeilen müssen. Den Rest packe ich hier einfach oben drauf. Und jetzt wird 3 Minuten hoher Druck ausgeübt. Warum übe ich jetzt hier 3 Minuten hohen Druck aus? In diesen 3 Minuten gebe ich dem Körper unseres Patienten die Chance, dass er sich aktiv an dieser, an dem Wundverschluss, an dem vorläufigen Wundverschluss selber mit beteiligt. Wir haben im Körper Bestandteile bzw. im Blut Bestandteile, die einen Wundverschluss tatsächlich herbeiführen. Fibrin und Fibrinfäden. Und diese Fibrinfäden setzen sich an der Baumwolle ab und produzieren im Grunde den Blutfropf. Ja, ich weiß, es gibt auch Gase, da ist ein Medikament drin, irgendein Hämostyptikum. Die gängigsten sind Quiclot und Celox. Die haben aber den blöden Haken an der Sache, dass wenn die nicht richtig angewendet werden, also dieser Druck nicht wirklich hoch ausgeübt wird, dass das Zeug in den Körper eingeschwemmt werden kann. Mir sind daraus 4 tödliche Zwischenfälle bekannt. Schlaganfälle, Herzinfarkte, Lungenembolien, die mit dem menschlichen Leben einfach nicht mehr zu vereinbaren waren. Was wir machen, wenn wir mit unseren 3 Minuten soweit durch sind,
Dann gehen wir bei, greifen zum Äußersten und zur Traumabandage des Vertrauens und wickeln diese Traumabandage rum. Kommen wir zum nächsten. Zeit für die zweite Runde in der medizinischen Leckabwehr. Wir gehen bei. Wir entnehmen aus unserem zum Beispiel Sanitätsrucksack mit einer DIN-Füllung auf einem Sanitätsdienst eine entsprechende Fixierbinde, weil wir da keine entsprechende Gase drauf haben. Selbes Spiel. Mit dem Finger voran rein. Okay, ich weiß, wo der Wundgrund ist. Und Stopf. Und Stopf. Und Stopf. Und Stopf. Und jetzt bin ich hier, obwohl das eine große Fixierbinde ist, gleich am Ende meiner Fixierbinde. Und ich habe dieses Loch noch nicht mal zur Hälfte ausgefüllt. Wir werden doch nicht etwas gefunden haben, wozu diese, aber ganz ehrlich Leute, da jetzt noch hohen Druck drauf ausüben, auch wieder 3 Minuten, das ist ganz schön knapp. Nehmt ihr eine kleine Fixierbinde, je nach Loch, dann wird es nicht funktionieren. Wenn das Loch jetzt größer oder tiefer ist und das hier ist wirklich nur ein Übungsdevice, dann wird das auch mit dieser langen sehr, sehr knapp. Bei der anderen, bei der komprimierten Gase, haben wir 3 Meter. Das dauert ein Weilchen, bis wir da am Ende des Materials sind. Also im Zweifelsfall könnte das eventuell unter bestimmten Bedingungen funktionieren. Ich möchte mich hierauf aber nicht verlassen müssen, ganz ehrlich. Und somit kommen wir zur dritten Runde der besagten medizinischen Leckabwehr. Das, was immer wieder gesagt wird, mein Kumpel ist bei den Special Forces, der hat mir gesagt. Seht ihr was? Na, wo ist es denn hin? Weg. Und jetzt gehen wir auch nicht bei und nehmen 92 Stück davon, sondern, meine Damen und Herren, was wir hier jetzt unschwer erkennen können, ist, dass das nicht funktioniert. Und aus Gründen der Fairness erkläre ich euch heute auch warum. Denn das, was wir hier an Tampon haben, an Darmhygieneartikel, entspricht von der Masse, vom Volumen her, einer 10x10 Kompresse. Die wird hier genauso drin verschwinden, im Nirvana, im Nichts. Die findest du vor allem, wenn du Glück hast, auch nicht wieder. Blöd. Maximal doof. Das, was mich da dran wirklich besonders stört, ist, das könnte euch jedes junge Mädchen mit einer gesunden Menstruation könnte euch sagen, dass das nicht funktioniert. Warum sagt besagter Freund von den Special Forces euch also, ja, das funktioniert? Zum ganz einfachen Grund. Erstens weiß er, dass das nicht funktioniert. Zweitens weiß er, dass das nicht funktioniert. Drittens weiß er, dass du mit diesem lebensgefährlichen Halbwissen losrennst, mit dem Zusatz, mein Freund ist bei den Special Forces. Der hat aber. Und der macht sich hundertprozentig lustig drüber, dass du dich in der Art und Weise zum Vollhong, zum Horst der Nation machst. Überleg dir mal, ob das ein Freund ist oder eventuell nur ein, sagen wir, gut getarntes Vollzeit-Arschloch. Deine Entscheidung. Meine Damen und Herren, zum Thema Leckabwehr habe ich hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!